So, einen schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Ich würde um eine kurze Rückmeldung im Chat bitten, ob ich gehört werde. Ich sehe 6 Teilnehmer außer mir. Wunderbar, alle hören was. Es sind nach meinen Informationen 12 Teilnehmer angemeldet. Also 6 haben wir jetzt drin, nein, eigentlich 5. Das heißt, da fehlen noch einige. Wir werden noch ein paar Minuten warten, bevor wir loslegen. Kurzer Check. Sehen Sie den Laserpointer? Sehen Sie die Präsentation? Wenn Sie mir da noch mal kurze Rückmeldung geben, bitte. Ja, ja, hervorragend. Gut, das heißt, die Technik scheint zu funktionieren. Das ist schon mal gut. So, wir halten immer noch bei 5 Teilnehmern, außer der Kollegin und mir. Also ich würde sagen, eine Minute geben wir den Kollegen noch. Ah, da kommt der Neue dazu. Hannes, wenn du auch kurze Rückmeldung bitte gibst, ob du mich hören kannst und den Laserpointer, die Präsentation siehst. So, schauen wir, ob noch wer kommt. Ansonsten werden wir dann loslegen. Wir haben viel vor. Vielleicht gleich kurz mal zu den Spielregeln, während wir noch auf etwaige Teilnehmer warten. Wenn es Fragen gibt, dann bitte gleich in den Chat hineintippen. Wenn sie dazu passen, versuche ich es gleich zu beantworten. Ansonsten machen wir am Schluss eine Fragerunde. Es gibt auch so ein Raise-Hand-Feature, glaube ich. Das sollte funktionieren, aber Chat ist normalerweise ausreichend. Die Folien bekommen Sie im Anschluss zugesendet. Also es braucht jetzt niemand Screenshots machen oder abfotografieren. Und falls der Ton wegbleiben sollte, irgendeine technische Schwierigkeit auftritt, der Chat funktioniert im Allgemeinen immer, ja, also dann auch da bitte melden. Gut, ich denke mal, wir legen los. Exasol ist der Titel unseres Webinars und die Frage, was ist eine smarte DWH-Architektur? Und inwieweit kommt Exasol diesem Idealbild, das wir da skizzieren werden, nahe? Mein Name ist Thomas Petrek. Ich leite das Technology Consulting bei der Sphinx IT Consulting GmbH. Für die, die mich nicht kennen, komme aus der Oracle- und Betriebssystemecke ursprünglich. Also ich habe mit oder arbeite nach wie vor mit Oracle sehr viel seit der Version 7. Das ist schon etwas länger her, habe mich sehr viel immer mit Storage, mit Betriebssystemen, mit Gesamtarchitekturen beschäftigt, aber immer war die Datenbank das Zentrum. In den letzten Jahren habe ich mich sehr viel mit Data Warehouse außerhalb von Oracle beschäftigt und da war zuerst die IBM Netezza ein sehr interessantes Gerät und dann kam Exasol hinzu und das war dann noch viel spannender und interessanter und deswegen werden wir uns auch darüber sehr intensiv unterhalten heute. Datenbank Security ist auch eins meiner Steckenpferde oder Steckenpferde ist gut gesagt, es kam einfach und wird immer angefragt und es wird immer intensiver. Alles, wo es um Berechtigungskonzepte, Audit, Encryption, jetzt besonders Pseudonymisierung und Anonymisierung im Rahmen der DSGVO geht, also das landet dann auch immer bei mir. Gut, gehen wir in Medias Res. Ich sehe, es ist noch ein Teilnehmer dazugekommen. Sehr gut. Was machen wir heute? Was ist eine Erwartungshaltung? Was sind die Erwartungshaltungen an den DWH? Was sind meine? Was sind Ihre? Ja, werden wir ein bisschen Erfahrungen austauschen. Dann quäle ich Sie mit ein paar grundsätzlichen Dingen, weil es da immer unterschiedliche Definitionen und Missverständnisse gibt. Also wir unterhalten uns ganz kurz. Was ist eigentlich Skalierbarkeit? Weil das ist das Um und Auf im DWH. Wie kann ich horizontal vertikal skalieren? Welche unterschiedlichen grundlegenden Technologien gibt es? SMP versus MPP.
Dann gehen wir konkret auf die Exosol-Technologie ein. Was ist das für ein Ding? Wie tickt das? Welche HA- und Desaster-Architekturen gibt es? Also in einem Rechenzentrum oder zwei Rechenzentren, Auswahlszenarien. Was sind so die klassischen Einsatzgebiete einer Exosol und wofür ist das Ding nicht gedacht? Weil das ist auch wichtig zu verstehen. Anforderungen. Was muss ein DWH heute können? Also, natürlich, wir wollen uns hineinladen. Wir haben eine Datenbank, da wollen wir was reinladen und wir wollen Reporting und Analytics machen. So, seit Jahrzehnten machen wir das im Batch. Ja, wir laden irgendwelche Files hinein oder wir saugen es auch direkt von anderen Datenbanken ab. Das wollen wir jetzt in der Grafik nicht so eng sehen. Das Ganze ist durch einen Scheduler gesteuert und dann fallen Reports heraus, vorgefertigte Reports. Das ist so der klassische Batch-Betrieb. Nun, in den letzten 10 Jahren ist das aber schon längst nicht mehr Stand der Dinge. Mittlerweile spielt sich im Wesentlichen das ab, was auf der rechten Seite zu sehen ist. Da sitzt die Fachabteilung, die Endanwender und die legen Wert auf Ad-Hoc-Reporting. Die wollen nicht mehr irgendwelche Reports bei der IT beauftragen. Die wollen mit den Drag-and-Drop-Tools, die es am Markt gibt, und da gibt es wirklich ganz tolle Dinge, selbstständig arbeiten, wirklich im Sinne von Self-Service. Die erwarten sich einen Datenpool, an dem sie sich bedienen können und die erwarten sich, dass es auch einfach funktioniert, ohne dass sie da der Performance nachrennen oder einen Report starten und dann auf einen Kaffee gehen müssen, bevor das Ergebnis kommt. Also diese Data Scientists, diese Analysten, die haben die challengen dieses Ad-Hoc-Reporting sehr stark. Und genauso, das wird oft übersehen, ist diese Schiene da unten dazugekommen, dass der Ad-Hoc-Batchload, wie ich das immer nenne. Also man will wirklich weitgehend unbekannte Datenbestände dazuladen, um über das gesamte DWH zu reporten. Da ist oft nicht einmal klar, was für ein Dateninhalt gegeben ist. Da ist gerade ungefähr klar, welche Datentypen und meist nicht einmal das. Da ist keine Zeit, ein Datenmodell zu kreieren und das zu optimieren, sondern die müssen einfach schnell hinein und für eine Auswertung zur Verfügung stehen. Und das ist eine ziemlich harte Sache für herkömmliche Warehäuser. Funktioniert in vielen Fällen gar nicht, in anderen Fällen schlecht. Würde mich kurz interessieren, deckt das so ungefähr das Bild ab, das Sie haben, oder gibt es da noch kurze andere Ideen, was muss ein Warehouse können? Geben Sie mir kurz Rückmeldung im Chat, bitte. Oder wenn es okay ist, dann schreiben Sie einfach okay. Technische Limitationen, ja, darauf kommen wir noch. Ja, also das hakt bei herkömmlichen Warehäusern sehr oft in technischen Limitationen. Ja. Datentypen, ja. Datentypen, das ist auch manchmal, meine Liebe, kommt darauf an, womit Sie arbeiten. Wenn wir von einem Warehouse im engeren Sinn reden, dann reden wir bitte von strukturierten Daten. Das ist heute das Thema. Wir reden heute nicht von unstrukturierten Daten, wie sie in klassischen Hadoop-Systemen dann abgehandelt werden, sondern wir reden von weitgehend strukturierten Daten. Gut. So, was sind denn so die täglichen Hindernisse, die Sie höchstwahrscheinlich auch kennen? Ich sage Ihnen mal, was mir so tagtäglich entgegenkommt in eigenen Tests, was ich bei Kunden sehe. Kunden, die verschiedene Systeme verwenden, also das ist jetzt nicht ein Backend-System. Da steht einmal ganz oben aus Sicht der Anwender mangelnde und schwankende Performance. Also mangelnde Performance, ja, das ist natürlich klar, also keiner will warten, wenn er einen Report absetzt, dass da ein Ergebnis kommt. Was aber viel schlimmer ist, ist die oft schwankende Performance. Das sind so Dinge, die einmal funktionieren, beim nächsten Mal nicht mehr funktionieren oder schlecht funktionieren. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. Ja, also dieses Ad-Hoc-Reporting, das wird damit fast unmöglich. Diese netten Drag-and-Drop-Tools, benennen wir sie, Tableau, MicroStrategy, ClickView, wenn Sie Rollup machen, also direkt auf die Datenbank durchgreifen und diese Dinge, das ist ja kaum einsetzbar dann mit solchen Backend-Systemen. Das heißt, permanenter IT-Support ist gefragt, man muss anrufen, irgendwer muss hinten an den Rädchen drehen, damit irgendwas noch funktioniert. Das ist nicht Sinn der Sache. Die Konsequenz ist, dass Sie einen
schönen Datenpool haben. Diese Warehouse bieten ja unglaubliches Informationspotenzial und sie sind aber nur mehr teilweise nutzbar. Das ist für die Endanwender ein Riesenproblem. Und dann entstehen andere Inseln und Ausweichsysteme und Data Mats und Alternativsysteme. Dann haben wir Riesenredundanzen und inkonsistente KPIs im Unternehmen. Das ist genau das, was keiner will. Aus Sicht der IT, na, da haben wir natürlich das Gleiche, nicht? Weil die mangelnde Performance oder vor allem die schwankende quält die IT. Warum? Da muss dann ein DBA oder sonst ein kundiger Mensch ständig den SQL-Statements nachlaufen, muss tunen, es wird an der Datenbank herumgedreht. Das ist ein unglaublicher Personalaufwand letztlich. Es ist auch ein hoher Entwicklungsaufwand, also wir werden uns dann noch näher drüber unterhalten, aber jeder, der aus der SQL Server, Oracle, DB2-Ecke kommt, woher auch immer, weiß, wie komplex es ist, große Datenmenge in hoher Parallelität überhaupt hineinzuladen. Ja, also da steckt ein enormer Entwicklungsaufwand drin und es geht dort eigentlich nicht um die Fachlichkeit, ja, die eigentlich wo eigentlich die Zeit hineinfließen soll, sondern nur um Technik, damit das überhaupt funktioniert. Und dann kommt noch ein zweiter Punkt für die IT natürlich dazu, das ist Skalierbarkeit. Ja, da werden wir uns gleich genau darüber unterhalten. Aber das ist oft ein Riesenproblem. Die Datenmengen werden größer. Wie skaliere ich? Stelle ich dann Knoten dazu und es wird trotzdem nicht schneller und kostet aber viel Geld. Ja. Irgendwelche Ideen von Ihnen noch? Geben Sie mir Input. Was sind die Pains, die Sie so bedrücken? Habe ich den Nerv getroffen? Ja, okay, danke. Ja, also, wie gesagt, das ja, trifft alles zu, lese ich. Ja. Gut, dann schauen wir uns an, was ist denn Stand der Technik heute? Was kann man dagegen tun und wo kann man vielleicht nichts dagegen tun? Ne? Schauen wir uns das einmal genauer an. Was wäre denn so ein smartes Database? Was ist smart? Ja, keep it simple, ja, alter Satz, immer gültig, immer gescheit. Aber wie? So, was will ich? Ich will eine konstante und hohe Performance. Hoch ist nur nah, je schneller, desto besser. Aber ich will, dass sie auch konstant ist. Ich will das reproduzierbar. Ich will nicht meine Statements ständig nachlaufen müssen. Ja, ich will da nicht eine Mannschaft anstellen müssen, die ständig Statement-Tuning macht. Ich will nicht ständig Datenbank-Tuning. Die Datenbank hat ein Setup und dann muss sie liefern. Ja, das wäre das Idealziel. Datenmodelle, das ist ein ganz großes Thema im Warehouse. Wenn Sie beispielsweise eine bitemporale Historisierung in Ihrem Datenmodell machen, ob das jetzt eine dritte Normalform oder ein Data Vault ist oder ein Star-Schema. Ganz gleich, bitemporale Historisierung, was wir von bis im technischen Datum und von bis in ein Business-Date haben, ist zum Beispiel eine extrem harte Sache für Oracle. Sie werden bei Oracle nie eine perfekte Partitionierung dafür finden. Ja? Das ist richtig problematisch und das ist bei einer DB2 ganz genauso. Also, ein datenmodell-agnostisches System wäre im Grunde ideal. Der Entwickler soll sich hier austoben können und das ideale Modell finden, ohne auf die Technik Rücksicht nehmen zu müssen. Das wäre ideal. Minimaler DBA-Aufwand, das ist das, was die IT wieder trifft. Patching, Disaster Recovery out of the box, ja? Also dass da keine komplexen Lösungen erst gebaut werden müssen, Individualprogrammierung, das soll einfach funktionieren, gerade wenn wir von Bankenbereich, Versicherungsbereich, öffentlichen Bereich reden natürlich, da gibt es im Allgemeinen immer zwei Rechenzentren, wie macht man das, wie einfach ist das? Einfaches Backup, Restore, Nona, ist aber auch nicht selbstverständlich, muss man leider auch dazu sagen. Lineare Skalierbarkeit, und da ist mir bitte wichtig, wir reden hier nicht von den Riesensystemen im Petabyte-Bereich, die gerne auch, ja, aber gerade in Österreich haben wir eine Betriebsstruktur, da fängt es bei Klein- und Mittelunternehmen im Gigabyte-Bereich, im 10-100-Gigabyte-Bereich an und geht dann in den 100-200-Terabyte-Bereich. Und das ist ja spannend, speziell bei Exasol, dass hier wirklich alles bedient wird. Ja? Und das ist bei anderen Herstellern nicht unbedingt so. Die könnten zwar auch ganz kleine Datenmengen perfekt bedienen, nur sie sind dann kostenmäßig uninteressant. Das ist das Riesenproblem. Und dieser Punkt schlägt natürlich auch in die Richtung hinein. Commodity-Hardware, kostengünstige Skalierung,
klar, wenn ich proprietäre Hardware drunter habe, dann wird es auch da an der Ecke teuer. Wenn das ein System ist, wie Access, weil ich kann das schon verwecken, dass auf Commodity Hardware läuft, dann kann ich natürlich im Einkauf auf günstiger sein. So, Skalierbarkeit. Was ist das? Wovon sprechen wir hier eigentlich? Es gibt zwei Aspekte bei der Skalierbarkeit. Einerseits, ich brauche eine Leistungssteigerung bei gleichbleibender Datenmenge. Das heißt, meine Query läuft so langsam, ich will, dass sie doppelt so schnell läuft. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke jetzt mehr Prozessoren, mehr Memory in die Maschine. Das ist vertikale Skalierung. Irgendwann hat das eine physikalische Grenze, dann ist die Kiste voll. Oder ich stelle einen zweiten Knoten daneben. Oder einen dritten Knoten, vierten Knoten, wie auch immer. Und da ist die Frage, wie gut funktioniert das dann, diese horizontale Skalierung. Nicht? Das wäre so der Idealverlauf, eine Gerade, das muss jetzt nicht 45 Grad sein. Ich sage Ihnen auch gleich, wenn Sie das messen, das hängt von der Query ab. Manche Queries skalieren dann wirklich 45 Grad, manche jetzt flacher, aber ideal wäre eben, wenn Sie mit der Zahl der Knoten linear skalieren. In der Praxis wird es irgendwann abflachen. Die Frage ist, wann passiert das beim zweiten Knoten, beim dritten oder beim tausendsten oder beim fünftausendsten Knoten? Und da unterscheiden sich dann die Hersteller ganz stark. Wenn Sie Pech haben, passiert das. Wenn Sie falsch konfigurieren oder wenn Sie den falschen Hersteller erwischen, ja, dann vernichten Sie hier fleißig Geld mit der horizontalen Skalierung. Alles schon gesehen, alles schon da gewesen. Das hier ist der zweite Aspekt von Skalierung. Sie haben zwar gute Leistung, aber Sie haben Datenwachstum. Und Sie müssen die Performance konstant halten. Das heißt, Sie müssen skalieren, so eine klassische Scale-Out-Architektur bauen, Knoten für Knoten letztlich dazustellen, wenn der Knoten selbst schon voll ist, vollgepackt mit CPUs und Memory, um die Leistung wieder zu halten. Ja? Also bitte haben Sie diese beiden Skalierbarkeitsansätze im Kopf bei allem, was wir jetzt diskutieren. Architekturen. Was gibt es für Architekturen heute? Das sind zwei grundlegend verschiedene, die es am Markt gibt. Da haben wir zunächst einmal den Klassiker, die Single Nodes mit einer SPA, also Architektur. Es rauscht, höre ich. Geht es jetzt besser? Ja? Ja? Es geht wieder? Okay, ich habe keine Ahnung, warum es rauscht. Gut, passt, ich bewege mich ganz wenig, ja. Vielleicht scheuert das Mikrofon irgendwo am Kabel. So, bestens, alles wieder da. Also, Symmetric Multiprocessing Architektur, hier mal ein Single Node, das heißt, Sie haben einen Knoten mit vielen CPU-Cores da, Sie haben Shared Memory und da läuft Ihre Datenbank und da hängt ein Disk an. Das ist noch die simple Variante, aber was ist, wenn Sie jetzt horizontal skalieren wollen? Na, dann stellen Sie hier Knoten dazu. Aber was haben Sie jetzt in dieser Multinode-Architektur für ein Problem? Sie haben zwei Probleme. Ja, das gelb markierte. Erstens einmal, Sie haben ein Distributed Shared Memory. Jeder, der sich so mit sowas schon mal intensiver beschäftigt hat, weiß, da läuft ein Log-Manager, der dann darauf achten muss, dass die Blöcke da richtig hin und her geschossen werden, die Datenblöcke nämlich, ja, und der das verwaltet. Und das ist definitiv ein Engpass. Der zweite Engpass, den Sie haben, das ist der I.O., weil Sie haben nach wie vor einen Diskstapel. Natürlich, das ist ein großes Storage-System, das kann stark werden mit vielen Frontend-Ports, aber irgendwann ist es ein Bottleneck. Ja, oder die Leitungen, die Fiber-Channel-Direktoren sind es, was auch immer. Ja, weil Sie kommen immer auf ein Shared Storage. Und dann endet das oft so wie in der Grafik, ja, das MPB, das wir uns dann anschauen werden. Das sollte, das wäre der Zustand, den wir eigentlich wollen. Wir stellen Knoten dazu und es skaliert immer weiter. Und bei der SMB Multinode Architektur, da geht es dann irgendwann runter. Das heißt, da kommt es jetzt wirklich auf den Hersteller an und auf die Konfiguration. Passiert das beim dritten Knoten? Passiert es beim zehnten oder, also viel weiter würde ich mit diesen Architekturen sowieso nicht mehr aufgehen. Ja, also da sind wir meistens beim dritten, vierten Knoten schon am Abstieg. Ja. Klassischer Vertreter, Oracle Rack,
als Active-Active-Cluster, DB2 PureScale als Active-Active-Cluster. Also das sind diese typischen SMP Active-Active-Cluster, die Sie aus dieser Oracle und DB2-Welt kennen. Das heißt, hier haben wir wirklich dieses horizontale Skalierungsproblem. Die Alternativarchitektur, bitte, das ist uralt, das ist keine Neuerfindung, ja, das gibt es seit 25, 30 Jahren, ich habe es nicht genau nachgelesen. Das ist MPP, Shared Nothing Architektur. Ja, also vorhin hatten wir Shared Everything, ja, oder Shared Disk, das ist jetzt Shared Nothing. Shared Nothing deswegen, weil jeder Knoten hat seine CPUs, sein lokales Shared Memory und seine eigenen Disken. Und das sind in den meisten Fällen bei den Herstellern wirklich lokal verbaute Disken im Rack. Ja, die sind dem Knoten zugeordnet. Und klassische Vertreter, also natürlich Exasol, wir reden heute von Exasol, aber da gibt es viele Hersteller am Markt, die IBM NetEase, ein wunderbarer Vertreter. Der Klassiker Teradata natürlich seit ewigen Zeiten da, technisch aber heute, muss ich sagen, leider sehr abgeschlagen, auch von Pricing eher uninteressant. Greenplan, SAP HANA, nicht ganz sauber, MPP, aber ja, kann man in die Kategorie einstellen. HP Vertica, die PDA von Microsoft und so weiter. Also da gibt es einige Hersteller. Aber sie unterscheiden sich halt ganz gravierend in der Hardware-Architektur, womit sie arbeiten, in der Kostenstruktur und dann wirklich, wie sie intern arbeiten, wie gut das System funktioniert. So, geben Sie mir bitte kurze Rückmeldung, damit ich jetzt den Zuhörerkreis einschätzen kann. Haben Sie Erfahrung mit MPP-Architektur und wenn ja, welcher Hersteller, wenn Sie mir das kurz in den Chat hineintippen? Teradata lese ich, okay. Gibt es noch Meldungen? Irgendwer müsste IBM eine Teaser schreiben. Sonst irgendwelche Erfahrungen? Teradata, Greenplan, eine Teaser, ja, okay. Gut, also da gibt es schon einige Kollegen, die damit zu tun hatten. Schauen wir uns trotzdem kurz an, vor allem für die anderen. Was tut jetzt so ein MPP-System und warum funktioniert das deutlich besser für diese Anforderungen, die wir im DBH haben? So, wir haben hier unsere Knoten, wir haben die Diskstapel und ich habe eine Tabelle. Und das Wesentliche ist jetzt in einem MPP-System, dass eine Tabelle über die Knoten verteilt wird, physisch. Ja? Und das kann ich zum Beispiel nach irgendeinem Attributum, nach irgendeiner Column. Hier habe ich zum Beispiel eine Transaction-Tabelle, das ist irgendeine Umsatztabelle und die hat eine ID und ich habe diese Tabelle nach der ID auf die Knoten verteilt. Das heißt, die ID 30 sitzt immer am Knoten 1, die 17 am Knoten 2 und die 6 am Knoten 4. Und so ist diese Tabelle physisch über die Knoten gleichmäßig verteilt. Was passiert jetzt? Ich setze eine Abfrage ab. Ja, simple Select, eine Summe über den Amount, ja, und ich schränke auf das Datum ein. So, wir haben nach der ID verteilt. Das Datum ist verstreut über alle Knoten. Was passiert? Es arbeiten alle Knoten gleichzeitig. Und das ist das Idealbild, der Idealzustand eines MPP-Systems im Betrieb. Alle Knoten sind gleichmäßig ausgelastet und arbeiten vor sich hin. Ja. Warum? Weil jeder Knoten, also der hat, wenn man die CPU-Knoten nach oben betrachtet, hat seine Daten, ja, und, warte, ich gehe nochmal zurück, und ist nur mit seinem Diskstapel beschäftigt und erst am Schluss wird das Result Set oben in diesem Query Coordinator oder wie immer man das benennt, Entry Node oder je nach Hersteller heißt das anders. Der merge das Result. Ja? Aber alle Knoten sind gleichmäßig beschäftigt. Es gibt hier keinen Engpass, weil irgendein Knoten auf einen anderen Diskstapel zugreifen will. Ja? So, jetzt machen wir einen anderen Fall. Wenn ich die Datenverteilung schlecht mache, und jetzt habe ich die gleiche Tabelle nach Datum verteilt, ja? Sodass der 2.4.2016, also ein Fehler drin unten, rückt mir gerade auf dem zweiten Knoten sitzt, ja, die IDs sind jetzt verstreut, die 17er ist da und da. Jetzt setzen wir die gleiche Abfrage ab
wieder einschränken auf das Datum. Ja, und was passiert? Es arbeitet nur der Einzelknoten und die anphatisieren sich. Das ist schlecht. So, das heißt, wenn Sie jetzt aus der Oracle-Welt kommen, ja, und sagen, ich habe eine datumsbasierende Tabelle, ich habe eine Historie, dann natürlich partitionieren Sie sofort geistig nach Datum. Ja, für Oracle ist das auch gut so und sinnvoll, aus verschiedenen Gründen, sowohl als Load als auch als Query-Perspektive. Für ein MPP-System ist das tödlich. Also dort funktioniert die Logik ganz anders. Ja? Dort müssen wir wirklich schauen, dass wir mit Daten über alle Knoten verteilen. So, wie schaut das jetzt aus, wenn wir Joins machen? Weil ich meine, eine Tabelle, sagt jeder, das ist ja kein Problem, das ist ja kein Wunder, dass das gut funktioniert. Bei Joins wird es interessanter. Und da gibt es jetzt zwei Arten von Joins in MPP-Systemen, den Local Joins und Distributed Joins. Schauen wir uns die Local Joins an. Wir haben eine Transaction-Tabelle, die kennen Sie von vorhin. Da haben wir eine Customer-ID, eine Account-ID, eine Mount und so weiter. Und wir haben eine Customer-Tabelle, die hat natürlich auch eine Customer-ID. Und wir haben ganz bewusst diese beiden Tabellen nach der Customer-ID verteilt. Ja? Also im Create-Table-Statement steht dann, Sie werden es später im Beispiel sehen, Distributed by Cust-ID. Ja, ganz einfach und dann macht das System das so. So. Was passiert jetzt, wenn wir unsere Query absetzen? Wir machen einen Join. Was wir da im Select machen, ist jetzt unerheblich. Ja, wir joinen über die Customer-ID, das ist wichtig. Und jeder Knoten arbeitet vollkommen autonom für sich. Da gibt es keine Blöcke, die jetzt hin und her geschossen werden, kein Distributed Memory Management, nichts. Weil jeder Knoten für sich autonom diesen Join durchführen kann und erst am Schluss wird das Result Set im Query Coordinator, das kann einer der Knoten oder ein eigener Knoten sein, gemerged. Das heißt, die ganze Zeit der Query arbeiten alle Knoten mit der maximalen Power und gleichmäßiger Auslastung. Und das macht jetzt, glaube ich, schon klar diese Skalierung, weil es ist ziemlich gleichgültig, ob jetzt ein Knoten da steht, zwei, 300.000, 5.000 Knoten, 10.000 Knoten. Ja, es wird einfach immer schneller, weil jeder Knoten dann weniger zu tun hat. So, jetzt kommen wir aber zur Königsdisziplin der MPP-Systeme, weil es ist ja einsichtig, dass ich nicht alle meine Tabellen nach dem gleichen Attribut verteilen kann, weil eine Account-Tabelle hat keine Customer-ID drin, oder Account-ID. Ne? Jetzt habe ich aber die Transaction-Tabelle brav nach der Customer-ID verteilt. Ich kann sie nicht ständig umverteilen. Ne? Das ist dann irgendwann fix. Kann ich natürlich ändern, aber letztlich ist es fixiert. Die Account-Tabelle ist nach der Account-ID verteilt. Und jetzt habe ich trotzdem meinen Join natürlich über die Account-ID. Na, was passiert jetzt? Jetzt ist es natürlich komplizierter. Was müssen die Systeme jetzt machen? Sie müssen die Blöcke umverteilen. Das ist ein gewisser Overhead. Das heißt, die Accounts-Tabelle, die kleiner ist als die Transaction-Tabelle, davon gehen wir mal aus, diese wird verteilt, also nur die benötigten Blöcke natürlich, da gibt es temporäre Bereiche. Das ist Memory, natürlich in erster Linie, in weiterer Folge, wenn es größere Mengen sind, auch Disk. Und also die zum Beispiel der Dreier, die Account ID 3, wird da hinüber auf den Einserknoten geschossen und dann liegen irgendwann die Datensätze nach Account ID wieder lokal sortiert und dann passiert wieder ein Local Join. Das heißt, am Schluss passiert das Gleiche, was wir vorhin hatten. Ja, nichts anderes. Gehen wir zurück. Aber zuvor haben wir diesen Redistribution Overhead. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen bei den Herstellern, weil da kommt es jetzt wirklich darauf an, das intelligent zu machen, damit das System dann nicht langsamer als ein herkömmliches wird. So. Was macht solche MPP-Systeme jetzt noch zusätzlich schneller? Ja? ACID ohne OLTP, ACID, diese hübsche Abkürzung, weiß nicht, warum das mit Säure abgekürzt wird, aber steht für Atomicity, Consistency, Integrity and Durability. Also sprich all das, was ich ein Mensch von einer Datenbank erwartet. Ich schieße Daten hinein, mache ein Commit und sie sind drin und sie sind konsistent. Und sie sind read-consistent, das heißt, wenn eine offene Transaktion da ist, kann eine andere Session diese offene Transaktion noch nicht sehen. Ja, das, nichts anderes ist das. Aber was sparen sich all diese MPP-Systeme natürlich? All das, was man für Online-Transaction-Processing braucht.
Dazu zählt zum Beispiel Logging-Mechanismen. Also auch eine Exasol arbeitet nur mit Table-Logs. Es gibt dort keine Row-Logs. Brauche ich ja auch nicht, weil das ist ja nicht mein E-Business-System, wo zehntausende Sessions parallel in eine Tabelle hämmern, sondern ich habe einen Load, einen Bulk-Load und dann habe ich meine Queries. Ja? Das heißt, man braucht keine Row-Logs. Und das machen übrigens auch all diese Systeme gleich. Ja? Sie arbeiten nur mit Table-Logs. Ja? Compression ist dort immer automatisch dabei. Ja, das ist ganz klar. Man versucht, I/O zu reduzieren, wo es nur geht. Column-Oriented Design trifft man sehr oft an, nicht immer. Also die IBM NetEase ist das, die klassische Ausnahme, zum Beispiel Row-Oriented Design regiert. Trotzdem funktioniert das sehr gut. Andere Systeme arbeiten mit Mischformen. Die Exasol arbeitet nur im Column-Oriented Design. Das sind Implementierungsunterschiede, aber man trifft es einfach sehr oft an in diesen Systemen. Small Table Redundancy, ich habe Ihnen vorhin diese Redistribution gezeigt. Was macht auch eine Exasol beispielsweise, die sagt, na, wenn das eine kleine Dimensionstabelle ist, ja, klein heißt defaultmäßig weniger als 2 Gigabyte oder weniger als 1 Million Rows, dann speichere ich die gleich redundant auf allen Knoten ab, weil dann habe ich für die kleine Tabelle immer einen Local Join. Ja? Also das sind so kleine Tricks, mit denen diese Systeme arbeiten. Keine Read- und Achillung. Meine Damen und Herren, das ist ein ganz zentraler Punkt, bitte. Diese Systeme arbeiten nicht mit Read-O-Logs. Das spart natürlich einen enormen Overhead, hat aber eine wesentliche Konsequenz. Es gibt in solchen Systemen keinen Point-in-Time-Restore, wie wir das von einer Oracle-Datenbank, von einem SQL Server, von einer DB2 gewohnt sind, wenn wir sie im Archive-Log-Mode fahren oder auch von einer Postgres beispielsweise. Das ist in einem Warehouse aber normalerweise ja auch nicht nötig, nicht? Weil ich habe einen definierten Load und den kann ich jederzeit reproduzieren und dann spiele ich halt mein Backup ein. Die Backup-Szenarien sind ganz klassisch dann. Das sind natürlich alles Online-Backups, aber sie sind von einem gewissen Zeitpunkt full und incremental, wie auch immer das designed ist. Und dann muss ich den ETL-Load nachfahren. Ja? Allein aus diesem Grund auch sind die Systeme nicht für irgendwelche OLTP-Anwendungen geeignet und vorgesehen. Das ist reiner Warehouse-Betrieb. Ein Update wird immer als Delete und Insert realisiert intern. Es gibt auch keine Undo-Segmente, das wird auch innerhalb der Rows abgehandelt. Also natürlich gibt es ein Before-Image, damit ich Read-Consistency habe, aber man braucht keine Undo-Segmente. Also diese Systeme sparen sich einiges, weil es Spezialsysteme für den Warehouse-Betrieb sind. Ich habe schon gesagt, Warehouse, Reporting, Analytics, ja, Datamaten oder ganze Warehouse, was auch immer. Speziell für die Exasol gilt, das geht von ganz, ganz kleinen bis riesigen Datenmengen aufgrund dieses Skalierungsfähigkeit. Nicht für OLTP, nicht für Einzelsatzverarbeitung. Da steht überhaupt ein Blödsinn. Sehen Sie, so oft man die Folie anschaut, fällt einem Unsinn auf, der dort aussteht. Ich werde es ausbessern, bevor Sie die Folien bekommen. Wahrscheinlich hat die Rechtschreibprüfung zugeschlagen und die automatische Korrektur. Also nicht für OLTP geeignet. Das ist ein reines Warehouse-System, egal über welches MPP-System wir hier reden. Exasol-Architektur. Jetzt ganz speziell, Sie haben verstanden, was MPP ist, wie das Ding von der Technologie arbeitet. Wie schaut jetzt konkret eine Exasol aus? Eine Exasol ist eine Appliance, aber intern ist das, wenn wir von einem Server reden, ein ganz normaler x86-Server. Da läuft ein CentOS drin, von dem Sie aber nicht sehen, ich sage das gleich. Da läuft eine Cluster-Software drin, da läuft ein Storage-Layer drin, ein Operations-Layer und drüber sind die logischen Datenbanken. Und wie gesagt, das Ganze ist eine Software-Appliance. Sie sehen von diesen Innereien nichts, außer Sie knacken es auf. Dann können Sie hineinschauen, aber normalerweise, Sie haben dort nicht einmal einen Root-Zugang, da kommt ein fertiges ISO-Image, das wird installiert. Und das war's. Das ist eine Closed Software Appliance. Aber nur damit Sie eine Vorstellung haben, was ist da drinnen, ja? Die bauen das auf Commodity Hardware auf. Natürlich ist dann ein Linux irgendwo dahinter. So. Das Ganze können Sie dann als Single Node betreiben. Ich habe gesagt, wir starten bei ganz kleinen Systemen, ja? Da gibt es sogar eine Community Edition, die ist gratis, ja? Und dann gibt es die kommerzielle mit Support und allem drum und dran. Und wenn Sie zu größeren Systemen gehen, dann haben Sie eben irgendwann einen Cluster. Wie ist so eine Exasol eingebettet in die Umgebung?
Also erstens einmal, wie administrieren Sie so eine ExaSol Appliance? Da haben Sie dieses ExaOperation, diesen Teil. Letztlich ist das Interface ein Web-GUI und das ist sehr simpel. Dort starten und stoppen Sie die Datenbanken, wenn Sie wollen. Da können Sie Server runterfahren, rauffahren. Patches zum Beispiel laden Sie über das Web-GUI hoch und sagen Apply Patch, dann starten Sie die Knoten durch und das war's. Also da werden jetzt bitte keine CentOS-Patches eingespielt und Datenbank-Patches und weiß Gott was, das ist ein Patch-Set und das war's. Also hier ist wirklich der Gedanke einer Appliance im besten Sinne verwirklicht worden. Ja, das ist nicht vergleichbar mit einer Exadata zum Beispiel. Viele von Ihnen kennen die Exadata sehr gut, wie ich an der Liste sehe, wo man Storage Nodes patchen muss, Betriebssystem patchen muss, Grid Infrastructure patchen muss, dann muss man eine Datenbank patchen. Nein, das gibt es ja alles nicht. Ja? Das ist ein Patch, hochladen, durchstarten, fertig. Ja? Sie können das Ganze auch über Command Line managen. Es gibt ein sehr schönes, vollständiges XML-RPC-API. Das heißt, Sie können hier Ihre Python-Skripts, Java, was auch immer schreiben, weil XML-RPC ist eine offene Schnittstelle und können damit all diese Funktionalitäten auch skripten. Das ist für Monitoring oder automatisierte sonstige Wartungstechniken. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Wartungstechniken, muss ich jetzt gestehen, aber Monitoring ist das Interessanteste fast, oder wenn Sie ein kurzes Listing haben wollen, was läuft denn jetzt da, welche Datenbanken sind jetzt online auf dem System oder was auch immer. Ja. So, und dann haben wir die andere Seite natürlich, die interessantere für die Anwender. Das ist eine Standard ANSI SQL sprechende Datenbank, meine Damen und Herren. Das ist jetzt von außen gesehen nichts Spezielles. Es ist eine Datenbank. Eine ExaSol ist, bitte um es klar abzugrenzen, kein ETL-Tool. Eine ExaSol ist kein Archivsystem. Das ist eine Datenbank, die spricht SQL. Und da sie SQL spricht, kann man sie über JDBC ansteuern. Es gibt die JDBC-Treiber natürlich von ExaSol, ODBC, ADA.NET. Und dann gibt es in der Client-Welt, das ist halt noch im Vergleich zu Oracle oder SQL Server etwas schwächer ausgeprägt, ja, weil das ist jetzt nicht so alt wie Oracle beispielsweise oder DB2. Gibt es Clients, gibt es von ExaSol das Exa Plus, ja. Oracle-Kundigen erinnert sich von SQL Plus, es ist auch nicht ganz unberechtigt, weil sie werden sich doch an den Syntax sehr schnell wiederfinden. Dann gibt es andere Produkte, die Beaver ist ein Open-Source-Produkt, DB Visualizer, das wird jetzt sehr stark von ExaSol unterstützt, oder DataGrip. Ja. Sie können natürlich jeden anderen JDBC-sprechenden Client verwenden, wie ein Squirrel oder sonst was, und einen JDBC-Treiber installieren, aber diese ExaSol-spezifischen administrativen Punkte haben Sie in diesen Tools drin. Also das sind die, die ExaSol wirklich speziell unterstützen. Und ansonsten gilt auch natürlich für alle Reporting-Tools jetzt, sei es Tableau, MicroStrategy, Business Objects, Power BI und wie sie alle heißen, Cognos, nichts Wichtiges vergessen, gibt es natürlich Anbindungen, letztlich über JDBC oder Power BI geht über ADA.NET, gibt es eigenen Connector, sogar einen generischen, einen nativen Connector. Die reden über diese Schiene letztlich. So, gehen wir etwas tiefer. Wir haben gesagt, wir fangen bei ExaSol grundsätzlich mit einem Knoten an. Was ist ein Knoten? Standard Commodity Hardware x86, da sind so und so viele Cores drin, da sind lokale Disken drin, die sind als RAID 1 oder RAID 1.0, je nach der Größe, abgesichert, also hier haben wir die hardware-technische Absicherung. Wenn Sie dann zu einem Cluster übergehen, dann kommt sofort ein License-Server dazu und der dient auch als PXE-Boot-Server. Warum? Auf diesem Hardware-Knoten ist nichts vorinstalliert, Sie installieren kein Betriebssystem, nichts, der wird hineingehängt ins Netzwerk. Im Administrations-GUI wird die MAC-Adresse bekannt gegeben. Moment, ich sehe eine Frage an, bin Cognos WebFocus? Ja, beides kann ich mit Ja beantworten. Sowohl Cognos als auch WebFocus gibt es Installationen mit ExaSol und wird unterstützt. Und ich bin auch gerade in einem POC in Österreich bei einer Bank, die jetzt WebFocus mit ExaSol auch testen will. Aber in den USA gibt es Installationen WebFocus ExaSol. Und Cognos ist auch bestätigt. So, zurück zum License-Server. Also wenn da ein Hardware-Server hineingestellt wird, MAC-Adresse bekannt wird, der bootet vom PXE-Server und das Ding ist fertig.
Ja, die booten generell auch nicht von der lokalen DS, die booten immer den PXA-Server. Für den laufenden Betrieb ist der PXA-Server nicht erforderlich, kann man ihn abdrehen, aber für den Boot, fürs Hochfahren ist das entscheidend. Nicht? Und dann baue ich das aus, Knoten um Knoten. Das Netzwerk dazwischen, die Spezifikation sagt, 1 Gigabit reicht. Bei größeren Installationen brauchen Sie da schon 10 Gigabit. Und letztlich vor allem das Public-Netz, ich zeige Ihnen dann noch ein genaues Netzwerkbild, da sollte ich schon 10 Gigabit oder ein Trunk, das 20, 40 Gigabit nehmen, damit Sie auch die Daten in entsprechende Performance hineinbekommen. Irgendwann stellt man dann einen Spare-Node dazu, so die Daumen-mal-Pi-Regel ist pro 10 Knoten ein Spare-Node. Wenn einer dieser Knoten ausfällt, übernimmt der. Das ist klassische Cluster-Technologie. Aber ja, das ist jetzt nichts Neues, es ist nur hier sehr elegant gelöst, muss ich gestehen. Datenredundanz, ich habe es gesagt, hardwaremäßig als RAID 1 abgebildet. Und dann gibt es eine Software-Redundanz, das ist wichtig. Ich zeige es Ihnen dann noch genauer. Die Daten bei Redundanz 2 liegen auf einem Masterknoten und zusätzlich auf einem anderen Slave-Segment, wie das heißt. Das heißt, wenn Sie eine Redundanz von N haben, können N-1 Knoten ausfallen und das System läuft trotzdem weiter. Also bei Datenredundanz 2 kann Ihnen ein Knoten ausfallen und die Datenbank ist trotzdem da und konsistent. Und irgendwann springt dann auch das Sperrknoten ein und dann haben Sie wieder alle Knoten. Ja. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der mit einer größeren Redundanz als 2 fährt. Also das ist die übliche Konfiguration. So, wie schaut das jetzt aus? Also Technologie, MPP haben wir gemacht, ja, also Performance ist vielleicht schon jetzt ein bisschen verständlich, warum ist das System so gut? Aufbau von Commodity Hardware, Software Appliance ist auch simpel, schnell installiert, Patching einfach, aber wie funktioniert das Load and Query? Ich komme, wie ich schon gesagt habe, aus der Oracle-Welt, wenn Sie ein Warehouse unter Oracle betreiben, dann wissen Sie, das ist alles nicht so einfach, vor allem wenn Sie parallel in die gleiche Tabelle laden wollen, also das fängt an, Sie schalten Indizes aus, Sie machen ein Direct Path, parallel Direct Path Load mit dem SQL-Loader, das geht dann am schnellsten, da dürfen aber keine Indizes online sein. Sie müssen partitionieren, subpartitionieren, Sie müssen mit Exchange Partition arbeiten, Sie müssen an Statistiken rechnen, dann Indizes aufbauen, Exchange Partition zurückmachen und so. Das ist ein sehr komplexes Prozedere, funktioniert gut, wenn man es dann richtig ausprogrammiert hat, da steckt sehr viel Aufwand drin. Wie schaut das in einer Exasol aus? Schritt 1, Create Table, NoNa, also das machen wir immer. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf das Distributed By lenken? Ja, wenn Sie es nicht angeben, ist die Tabelle random verteilt nach einem Hash-Algorithmus. Das würde also dem Hash-Partitioning in anderen Systemen entsprechen. Ansonsten, wenn man es weiß und der Entwickler kann das ganz gut einschätzen, sagt man gleich, na, verteilt die Tabelle nach Custom-ID, weil das ist so das gängige Join-Attribut. Kein Problem, wenn Sie es nicht machen, Sie können das jederzeit mit einem Alt-Table ändern, online, das ist kein Thema. Ja. So, dann haben wir die Tabelle. Wir haben ein CSV-File. Und starten ein Import-Statement an. Das geht also aus dem SQL-Client heraus. Import into Customers from local CSV-File. Da kann man alles Mögliche jetzt natürlich angeben. Column-Separator, Date-Format und Record-Separator und, wie das halt so üblich ist. Dann ist das File drin. Sie sehen, ich habe ganz bewusst ein gezipptes File genommen. Also dieses Ding erkennt auch, dass das File gezippt ist und entzippt es on the fly. Das ist sehr angenehm. So, und dann tue ich genau nichts anderes. Ich lasse meine Queries los. Und das ist für mich schon faszinierend. Diese Folie bitte ist nicht schematisch gemacht, sie ist auch nicht reduziert. Es ist nicht mehr zu tun. Ich baue keine Indizes auf, ich rechne keine Statistiken, ich mache sonst nichts. Das war's. Ja? Sie können dieses Beispiel wirklich eins zu eins abtippen. Ja? Und es wird funktionieren. Es ist ganz egal, wie groß die Tabelle ist. Oder wie komplex Ihre Joins, das funktioniert. Natürlich rechnet eine Exasol intern Statistiken. Natürlich bauen die auch intern Indizes auf. Für jeden Join bauen die sogar einen Index aus. Da gibt es alles möglich, aber das passiert intern. Damit haben Sie nichts zu tun, das sehen Sie nicht. Ja, und das ist das Faszinierende. Ich bewege mich ja sehr oft zwischen diesen Welten hin und her. Oracle, Exasol. Ich habe jetzt monatelang sehr viel mit Oracle gearbeitet, wieder im Warehouse, ich mache gerade einen POC mit Exasol.
das ist in ein Flash, wenn ich die Welt wechsle. Ich denke mir, hoppla, da fehlt mir jetzt was. Oder wenn ich zurückkomme, puh, was muss ich da wieder tun? Natürlich, ich gebe schon zu, es ist lustig, dann auch wieder in der Oracle-Welt an vielen Schrauben und Rädchen zu drehen. Und das ist ein gewisser Ehrgeiz des Entwicklers und des DBAs. Aber im Grunde ist es der falsche Ansatz, muss ich ehrlich gestehen, weil ich sollte mich auf Fachlichkeit konzentrieren, auf das Datenmodell und auf den Inhalt und nicht, wie bringe ich Daten hinein und wie kann ich eine Query umschreiben, damit sie jetzt doch noch läuft. Das ist im Grunde nicht Sinn der Sache. Und das ist in dieser Welt komplett anders, weil dort habe ich diese Probleme nicht. Tuning und Wartung, das ist dann immer die nächste Frage natürlich. Datenverteilung haben wir schon besprochen. Das ist im Grunde die einzige Tuning-Maßnahme, die Sie haben in einer Exasol. Ja? Wenn Sie von anderen Systemen kommen, von einer Teradata, dann haben Sie sowas wie Primary Indices, Secondary Indices. Bei den ETs haben wir Materialized Views. Da haben wir, gut, die Zone-Maps passieren schon automatisch. Aber es gibt so die eine andere Tuning-Maßnahme. Bei einer Exasol gibt es das alles nicht mehr, das ist nicht mehr notwendig dort. Also das ist vom Entwicklungsstand sicher top of the top im Moment. Backup, ja, das richten Sie einmal ein und das läuft und es gibt ein Workload Management, mein Gott, ja, das gibt es überall und das funktioniert auch gut und ist problemlos. Diese Dinge hier, Indizierung, Analyse, Compression, Reagenzien und, vergessen Sie es, das gibt es in den Exasol nicht, damit haben Sie nichts zu tun. Und zu Materialized Views noch ein Wort, wenn ich mir Oracle Warehouse anschaue, die sind vollgepackt mit Materialized Views oder zumindest materialisierten Views in Tabellenform, damit überhaupt Performance in Richtung Endanwender möglich ist, das sparen sie hier weitgehend. Es ist sogar so, dass sie üblicherweise in der Exasol Datamaten nur als View Layer realisieren, weil es nicht notwendig ist, dort irgendwas zu materialisieren. Und das erspart natürlich enorm an Entwicklungsaufwand, ganz abgesehen vom Storage im Hintergrund. So. Bei großen Systemen ist High Availability und Disaster natürlich immer ein Thema. Zu Recht, vollkommen zu Recht. Ganz wichtig. Wie schaut das aus? Cluster. Ich habe schon vorhin kurz erklärt, ich gehe da relativ schnell drüber. Bei einem Cluster schreiben Sie, jeder Knoten schreibt auf sein Master-Segment und synchron bei Redundancy 2 auf ein Slave-Segment, das auf einem anderen Knoten liegt. Ja? Die Nummerierung ist ja eindeutig M1 nach S1 und so weiter. Ja? So, das heißt, ich zeige Ihnen später ein Szenario im Knotenausfall. Wenn ein Knoten ausfällt, ist immer noch auf einem anderen Knoten, sind die gesamten Datenbestände vorhanden. Wenn Sie jetzt auf zwei Rechenzentren übergehen, dann, es gibt mehrere Methoden, aber ich habe Ihnen die zwei wichtigsten aufgezeichnet. Natürlich können Sie so ein System virtualisieren. Das heißt, installieren Sie VMs auf einer VMware oder sonst wo. Und im Failover-Fall läuft das dann halt im anderen Rechenzentrum, ja, über eher SAN. In dem Fall liegen die Segmente auf einem SAN, ja. Das ist vollkommen problemlos. Ich würde das nicht für große Installationen empfehlen. Das ist für eine Single-Node-Konfiguration sehr interessant. Dann aber bitte auf einer dedizierten Hardware, weil eine Exasol lebt natürlich davon, dass sie die Prozessoren und das Memory exklusiv zur Verfügung stellen. Wenn das heillos überprovisioniert ist, haben sie auch von einer Exasol nichts. Also Virtualisierung hat gewisse Probleme, aber bei kleinen Installationen ist das eine interessante Variante. Unterstützte Hypervisor, Sie sehen, was fehlt. Hyper-V ist nicht unterstützt, ansonsten geht alles. Aber bitte passen Sie auf. Also das muss man sich ganz genau anschauen, ob das eine Option ist. Ansonsten, die Enterprise-Variante ist sicher der synchrone Cluster. Der ist auch so bei vielen Kunden mittlerweile in Betrieb. Sie haben ein Rechenzentrum, zweites Rechenzentrum. Da haben Sie das, was ich Ihnen vorher schon gezeigt habe. Und auf der zweiten Seite haben Sie die gleiche Zahl von Knoten. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir die Slave-Segmente im anderen Rechenzentrum haben. Das heißt, jeder Knoten schreibt seine Daten lokal aufs Master-Segment und synchron in das andere Rechenzentrum. Wichtig, die Latenz darf nicht zu hoch sein, aber bei 15, 20 Kilometer Entfernung ist das heute kein Thema mehr. Das geht sogar über etwas größere Entfernungen noch.
Daher, also gerade in Österreich, Deutschland, die Installationen, die ich kenne, die fahren so vollkommen problemlos. Sie haben eine leichte Performance-Einbuß beim Write bis zu 10% maximal, beim Read natürlich nicht, weil sie immer nur lokal lesen. Das ist für die Query natürlich interessant. So, kurz, damit Sie noch eine Vorstellung haben, für die, die Cluster genauer verstehen wollen. Netzwerkmäßig ist das jetzt nichts Überraschendes. Es gibt einen Private Interconnect, optional einen zweiten. Also Sie können Storage-Traffic von Datenbank-Traffic trennen. Das sind wirklich exklusive WLANs, die dem System zur Verfügung stehen müssen. Und Sie haben ein Public Interface, an dem die Clients hängen. Beachten Sie bitte diesen netten Failover-Connect. Ja, das ist so ein Klassiker. Sie geben eine IP-Adress-Range an, einen Port dann. Das heißt, Sie haben alle möglichen theoretisch vorhandenen Knoten in dem Connect. Sprich, wenn ein Knoten ausfällt oder das ganze Rechenzentrum, der Client findet immer einen passenden Knoten, wo er sich connecten kann. Im Gegensatz zu anderen Clustern wird ja auch nicht auf das TCP-Timeout gewartet, sondern der geht gleich zum nächsten Knoten weiter. Das heißt, intern müssen da nicht Dummy-IP-Adressen aufgeschaltet werden. Aber ansonsten ist das ganz klassische Cluster-Netzwerk-Konfiguration. Das Private Network darf übrigens nicht geroutet sein, gell? Public wäre das erlaubt. So, spielen wir kurz durch, ein Knotenausfall. Also gehen wir davon aus, ein Knoten im primären Rechenzentrum brennt uns ab. Was passiert? Der ist jetzt weg, aber das Slave-Segment ist da, das wird zum Master-Segment. Ich habe diese Bezeichnung Redundant Deputy, die stehen dann wirklich so in der Administrationsoberfläche. Also das heißt, zuerst ist Redundant, wird dann zum Deputy. Ja, und also bleiben wir noch kurz da. Die Datenbank läuft weiter. Sie haben jetzt eine theoretische Performance-Einbuße, weil Sie nur mit zwei Knoten natürlich haben. Ja, alle Clients, die auf dem abgebrannten Knoten gehängt sind, sind weg. Die anderen kriegen davon de facto aber nichts mit. Ja, die laufen problemlos weiter. Nach defaultmäßig 10 Minuten, das kann man einstellen, springt dann das Spare-Node ein. Ja, jetzt haben Sie wieder drei Knoten. Der Spare-Node liest aber jetzt immer noch von diesem Deputy-Segment und dann beginnt ein Recovery, das sieht man auch im Monitoring, der kopiert die Daten um und dann ist er fertig und Sie haben drei vollwertige Knoten. Jetzt darf Ihnen auf der Seite natürlich keiner ausfallen, aber inzwischen kommt der Techniker, schiebt einen neuen Knoten in das Rack hinein, der setzt sich von selber aus und die Sache ist gut und ist dann ein Spare-Node. Ja? Also sehr simpel, wenn Sie nicht monitoren, werden Sie so einen Knotenausfall nicht einmal mitbekommen. Ja? Das ist kein Eingriff notwendig. Wie gesagt, der Techniker sollte dann kommen und den Knoten ersetzen. Jetzt lassen wir das ganze Rechenzentrum abbrennen. Also ich hoffe ja nicht, dass es passiert, aber man sollte darauf gefasst sein. Haben wir alles schon erlebt. Es muss nicht abbrennen, es kann einfach der Strom trotz mehrfacher Redundanz ausfallen, weil halt dieser Generator auch abgeschaltet ist und nicht hochfährt. Soll schon passiert sein. So, was passiert dann? Dann sind natürlich alle Connects einmal weg, die auf diese Knoten gegangen sind, das ist klar. Dann passiert im nächsten Schritt Folgendes. Der License-Server fährt jetzt im zweiten Rechenzentrum hoch und das ist ein Grund, warum man den idealerweise virtualisiert, ja, weil das dann einfach ist. Sie könnten ihn auch physisch doppelt installieren und hier ein Backup einspielen, weil da liegt nur die Konfiguration drauf, sonst nichts, keine Daten. Ja. Warum muss der License-Server laufen? Ich habe schon gesagt, der wird nicht im laufenden Betrieb gebraucht, sondern zum Booten. Er wird auch als Quorum für den Cluster gebraucht. Sie können einen Cluster nur hochfahren, wenn Sie eine Majorität an Knoten haben. Deswegen ist es wichtig, dass der erstens symmetrisch aufgebaut ist, also Sie haben die gleiche Zahl der Knoten auf der anderen Seite und der License-Server ist das Quorum und dann tun Sie nur mal Folgendes, sagen Start-up, nämlich Datenbank, die Knoten laufen ja schon, die Knoten müssen ja nicht starten, sie sagen Start-up und die Datenbank läuft jetzt auf diesen ehemaligen Slave-Segment. Und meine Damen und Herren, das war es auch schon. Es ist jetzt tatsächlich nur ein manueller Eingriff, wenn Sie den Failover des License-Servers automatisiert haben. Und wir reden hier von einer Failover-Zeit, es kommt darauf an, wie schnell der geht, aber das ist unter einer Minute. Ja? Und das war's, dann läuft das. Die Clients haben vollkommen transparenten Zugriff, weil, wenn Sie sich erinnern, die haben im Connect-String auch all diese Knoten drin. Das heißt, die gibt es nicht mehr da im Primären. Ich gehe gleich auf einen dieser Knoten.
Ja. Wenn das andere Rechenzentrum dann wieder da ist und Sie können die Knoten hochfahren, dann wird das zurücksynchronisiert automatisch und dann können Sie umschalten. Das ist dann wieder eine Downtime, weil Sie müssen die Datenbank hier runterfahren und die hoch. Aber das Aufsynchronisieren geht automatisch. Was ich vorhin vielleicht auch nicht erwähnt habe, dass manchmal als Frage kommt, was ist, wenn der Interswitch-Link hier abbricht? Das werden wir dann nochmal zu dem Ausgangsbild zurückgehen. Was ist, wenn der Interswitch-Link abbricht? Naja, dann geht der Cluster nach der Methode vor, überleben und operativ bleiben ist wichtiger als ausfallsicher sein und schreibt hier weiter und diese Seite läuft out of sync. Wenn der Interswitch-Link wieder kommt, wird automatisch aufrecovered. Sie kriegen das nicht mit, Sie sehen das nur im Monitoring. So, das haben wir durchgemacht. Keep it simple. Wir haben diese Frage am Anfang gestellt. Ja, ich komme jetzt nochmal auf das Bild zurück. Hohe Performance. Also ich kann das bestätigen und Sie können sich gerne selber überzeugen. Es ist faszinierend für mich, was Sie alles an Statements absetzen können. Die unmöglichen Statements, die irgendwelche Tools kreieren, die ich in einer Oracle-Datenbank sofort umschreiben würde, weil ich weiß, dass sie nicht funktionieren. Sie können es darauf loslassen und es wird gehen. Es gibt kein Datenbank-Tuning. Es gibt maximal irgendwelche Parameter, die der Support Ihnen sagt, aus irgendwelchen ganz bestimmten Gründen, aber es gibt keine dokumentierten. Es ist doch nicht nötig im Normalfall. Datenmodellagnostisch, definitiv eine Exasol ist der Datenmodellagnostisch. Es ist vollkommen egal, was Sie modellieren, weil eben diese ganzen Dinge, diese Überlegungen, die Sie bei anderen Systemen haben, wie muss ich jetzt partitionieren, was ist das Optimale für Query, was ist das Optimale für Load, wie indiziere ich diese Fragestellung, existieren einfach nicht. Das, was Sie bitte in einer Exasol auch beachten, so wie es sehr empfehlenswert ist für alle Datenbanken, machen Sie Ihre Datentypen richtig. Weil es ist ein Unterschied, ob Sie über ein Integer-Feld joinen oder über ein VAKA-Feld. Das sind mehr CPU-Zyklen einfach. Das gilt auch hier. Eine Exasol steckt es besser weg als andere, aber es gilt grundsätzlich für alle Daten. Minimaler Aufwand. Wir reden hier wirklich von weniger als einem Fulltime-Äquivalent für den administrativen Aufwand. Und das ist unabhängig, mehr oder weniger unabhängig von der Clustergröße. Ja? Spielt keine Rolle, ob Sie einen Knoten oder 4000 haben. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Patching habe ich Ihnen schon gesagt, hochladen, durchstarten, fertig. HDR habe ich Ihnen gezeigt, das ist wirklich so out of the box, da habe ich jetzt nichts dazu geschrieben, da schreibt auch niemand anderes dazu. Backup Restore ist auch nicht viel drüber zu sagen, ja, das ist sehr simpel. Commodity Hardware, dadurch natürlich die günstige Skalierbarkeit und nochmal, ich sehe ja die Probleme bei mittelständischen Betrieben, die eine Oracle-Datenbank haben mit 100 GB. Wir haben einen POC gemacht, da waren, glaube ich, 100 oder 150 GB drauf in einem Datamaten oder was sogar das ganze Warehouse. Aber sie haben die Queries nicht durchgebracht. Es war chancenlos. Die waren relativ komplex. Das waren komplexe Modelle, die auch gerechnet wurden. Die Queries waren nicht durchzubringen und sie haben Stunden gebraucht. Und das sind ja wirklich keine Datenmengen. Und das können Sie auch als Target mit einer Exasol haben. Ja, Sie pumpen die Daten dort rein und das funktioniert einfach. Und das ist das wirklich Nette und für mich Faszinierende. So, ja, wäre ich auch immer gefragt, wer sind denn so die Kunden? Wie gesagt, das geht von ganz klein. Ja, Niederösterreich, Rotes Kreuz ist so unser Paradebeispiel. Die ziehen Daten von einem SQL-Server ab, eins zu eins, legen das in der Exasol. Der Controller dort hat sich eine Tableau-Lizenz gekauft und freut sich des Lebens, dass er jetzt reporten kann nach Herzenslust, ohne die IT ständig zu bemühen, dass sie ihm irgendwas macht, weil er hat dort keine Probleme mehr. Also das ist so wirklich ein Klassiker. Und dann geht es natürlich zu einem ganz großen Bit. Ich habe da jetzt nur ein paar herausgegriffen. In Österreich sehr prominent das Allgemeine Rechenzentrum in Innsbruck. Die sind, glaube ich, irgendwo zwischen 20 und 30 Knoten mittlerweile mit zwei Rechenzentren. Dann deutlich größer natürlich Zalando, da reden wir von mehreren hundert Knoten schon, also das weiß ich nicht, wie viel Knoten. Und King, falls das von Ihnen was sagt, größter Gaming-Hersteller in USA, meines Wissens, da reden wir von einer Installation mit über 4000 Knoten mittlerweile. Ja, also da kriegen Sie ungefähr einen Eindruck, wie das skaliert, wie weit das geht, und das geht viel, viel weiter hinauf. Exasol, gut ist, da gibt es ein paar Dinge, die mich immer sehr freuen, wenn ich mich in dieser Welt bewege, will ich Ihnen nicht vorenthalten. DDL sind transaktionsgesichert.
Also ist bei Postgres zum Beispiel auch so. Weil Oracle SQL Server, glaube ich nicht, ich bin kein SQL Server-Kundiger, aber Oracle DB2 ist es definitiv nicht so. Das ist sehr schön für Deployments. Ne? Sie haben ihre Create Table, Alter Table Statements, Create Procedure, was auch immer. Ja, sie fahren das hinein, am Schluss machen sie einen Commit, wenn es schief gegangen ist, machen sie einen Rollback. Ja, also das ist für Deployments schon sehr, sehr angenehm. Das XML-RPC-Interface für Administration, das ist so offen, wirklich gut. Virtual Restore, da könnte man jetzt Angst drüber referieren, nur ganz kurz, wenn Sie ein Backup machen, Sie können das online hochfahren und können einzelne Tabellen daraus extrahieren. Sehr, sehr elegant. Ja, ein bisschen mit einem DataGuard vergleichen. Da kommt eine Frage. Bei 4000 muss ich die Daten 8000 vorhalten. Was meinen Sie für ich? Vielleicht so etwas bilateral diskutieren. Also auch bei 4000 ist klar, wie viele Knoten Sie haben. Wenn Sie mit einer Datenredundanz 2 fahren, dann ist jeder Block zweifach im System abgelegt. De facto vierfach, weil Sie ja hardwaremäßig noch ein RAID 1 drunter haben. Speichernotwendigkeit. Ja, also ist immer die Frage, was brauchen Sie, ja? Und wie ausführlich soll es sein? Ja, also ich kann Ihnen gerne ein Sizing einmal zeigen, wie das funktioniert. Ja, und da sieht man auch, wie sich solche Parameter von Redundanz oder auch Backup-Online-Verfügbarkeit in einem Sizing niederschlagen. Ja, also Virtual Restore, ganz interessante Sache. Wer aus einer DataGuard-Ecke von der Oracle-Seite kommt, kennt das auch. Dann fährt man DataGuard hoch, read-only, wenn man ein Active DataGuard lizenziert hat. Man kann einzelne Dinge extrahieren und das kann man hier direkt aus einem Backup. Ja, sehr schön gemacht. R für die, die Statistik betreiben wollen, ja, gibt es als Backend, als User-Defined Function können Sie das verwenden. Heißt natürlich dann im Klartext, dass das mit voller Datenbank-Power läuft und voll parallelisiert über alle Knoten. Das ist ja der Sinn der Sache, nicht? Wenn ich R im Frontend verwende, ziehe ich die Daten raus und hänge dann an einer CPU. Das ist halt immer das Drama. Kerberos Single Sign-On ist mittlerweile implementiert, das heißt alle Tools, die das können, wie Tableau, MicroStrategy, können über Single Sign-On hinein. Das ist security-mäßig wirklich hochinteressant und ein ganz entscheidender Schritt vorwärts für den personalisierten Zugriff und das Tracking und die Autorisierung. Audit, ja, super Audit, vollständig und bitte wirklich mit praktisch keinem Performance-Impact. Ja, das ist für mich sehr faszinierend. Wenn Sie in einer anderen Datenbank schon mal ein volles Audit aufgeteilt haben, wirklich voll, jedes Select-Tracken, jedes DDL, jedes DML-Statement, ja, dann wissen Sie, wie schnell Sie die Datenbank umbringen können. Das kann Ihnen hier nicht passieren. Und letztlich wird das dann nur in zwei internen Tabellen dargestellt, kann man exportieren irgendwohin. Sehr schön gemacht. So, wenn ich Sie jetzt irgendwie faszinieren konnte, können Sie natürlich sagen, ein Webinar hält viel aus. Ich kann wirklich empfehlen und Sie einladen, machen Sie einen Termin aus, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Mail. Ich zeige Ihnen das gerne live. Wir haben ein Demosystem, wir haben sogar mehrere Demosysteme. Ich kann Ihnen einen Cluster zeigen. Den habe ich virtualisiert aufgebaut, weil ich jetzt nicht so viel Hardware habe. Aber da kann ich Ihnen all diese Funktionalität zeigen. Ich habe ein sehr starkes Single-Node-System im Moment, wo wir große Datenmengen hineinpumpen können. Ich vergleiche das sehr gern mit anderen Datenbanken. Also ich habe zum Beispiel den gleichen Patternbestand in einer Oracle-Datenbank, in einer Postgres-Datenbank. Dann kann man die gleichen Queries auf verschiedenen Systemen absetzen. Da sieht man die Unterschiede. Sie können sich selber vor die Tastatur setzen. Ich kann dann auch etwas mehr in die Tiefe gehen mit der Architektur, als es jetzt hier in dem Zeitrahmen möglich ist. Nehmen Sie sich die Zeit, kostet Sie sonst nichts außer Ihre Zeit. Wenn Sie dann einen Schritt weitergehen wollen, was ich Ihnen zeigen kann, in der Firma sind natürlich nur synthetische Daten, ich habe nicht Ihre Daten. Aber wenn Sie es dann wirklich interessiert mit Ihren Daten, ist der nächste Schritt das, was die Kunden dann üblicherweise noch machen, ein POC vor Ort mit Ihren Daten, mit den Real-World-Daten. Wir begleiten das, wir planen das, wir machen auch die Bewertung oder wie Sie das wollen. Ist nicht so aufwendig, wie es sich anhört, kommt jetzt auf das Setup an.
Wenn Sie keine eigene Hardware haben, dann können wir von der Exasol auch einen Rollcontainer organisieren. Da sind 5 Knoten drin, die rollen das ins Rechenzentrum hinein. Das wird ans Netzwerk angeschlossen und das Ding läuft. Also da gibt es jetzt keine Setup-Aktivität. Wie gesagt, ich war am Montag bei einem Kunden, da stand der Rollcontainer dann schon angeliefert im Rechenzentrum. Wir haben das nur an den Strom und das Netzwerk angeschlossen. Innerhalb von einer halben Stunde war die Datenbank online und wir konnten beginnen zu testen. Ja, also das ist sehr, sehr simpel im Grunde. Sie müssen dann definieren, mit welchen Beständen wollen Sie testen und was wollen Sie sich anschauen. Also die Planung ist da fast ist mit Sicherheit mehr Aufwand. Gut. Ich habe mich so halbwegs sogar an die Zeit gehalten, was für mich fast unüblich ist. Fragen. Tippen Sie bitte gerne irgendwas in den Chat hinein. Habe ich irgendwas nicht erklärt, was Sie wissen wollen, was oft als Frage kommt, ich das vorwegnehmen, okay, ja, wir sehen uns auf der DOORG, genau, ich trage wie alljährlich auf der DOORG vor im November, über Security, Oracle Security. Was sehr oft als Frage kommt, was kostet das? Zahlen zu nennen, ist jetzt schwierig. Natürlich gibt es Lizenzmodelle. Also Lizenzmodelle übrigens, das ist vor allem für die Microsoft und Oracle gebrandmarkten Kunden wichtig. Nicht nach CPUs, es geht hier nach Memory, das die Datenbank benutzt, oder nach Terabyte Rohdaten. Interessante Modelle, ja, kann man sich aussuchen, was man nimmt, was günstiger ist. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, ihr könnt da CPUs in neuen Stoffen bis zum Abwinken, ja, und das bringt natürlich unglaublich Performance. Sie lizenzieren auch nicht nach Clusterknoten, ja. Sie haben eine Memory-Lizenz und auf wie viele Clusterknoten Sie das aufteilen, das ist dann irrelevant für die Lizenz. Das ist sehr interessant. Ansonsten, es hängt jetzt wirklich davon ab, welches Support-Level Sie haben wollen und so weiter. Das, was ich Ihnen nur ganz kurz hier an dieser Stelle sagen kann, ich habe das natürlich auch preislich verglichen mit anderen Herstellern, sie liegen bei einem Bruchteil der Lizenzkosten. Also wir reden hier nicht von der Hälfte oder einem Viertel, wir reden von einem Fünftel bei manchen Konstellationen. Ja. Im Endeffekt ist es ein Projektpreis, ja, wie bei allen Herstellern. Gut, gibt es noch irgendwas? Kann ich noch irgendwas beantworten? Forms Reports, nein. Also Forms Reports ist ein Oracle-spezifisches Ding. Mir ist nicht bekannt, dass das mit einer Exasol funktionieren würde. Was zur Connectivity fällt mir da etwas ein, was sehr wohl möglich ist, dass Sie können von der Exasol auf andere Datenbanken direkt zugreifen. Vor allem für den Load ist das natürlich interessant. Das ist sowas wie Database Links, wenn Sie aus der Oracle-Welt kommen. Es gibt aber auch mehr. Es gibt sogenannte Virtual Schemas. Da können Sie noch Intelligenz in diese Konnektoren einbauen. Das ist sehr spannend. Sie können auch von der Oracle auf eine Exasol zugreifen. Die Exasol hat nämlich ein WebSockets-API. Ja, und WebSockets können Sie in PLSQL ausprogrammieren. Dann können Sie Daten rüberziehen. Ob das performance-technisch aber geeignet ist, um dann eine alte Forms-Applikation zu betreiben, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Vor allem auf lange Sicht gesehen haben Sie dann natürlich Doppel-Lizenzkosten, müssen Oracle-Datenbank zahlen, wo Sie andocken mit Forms-Reports und hinten die Exasol. Aber da müssen wir ein bisschen näher philosophieren, ja, gerne mündlich. Kann ich sonst noch was beantworten? Ansonsten, meine Kontaktdaten haben Sie eingeblendet. Nochmal herzliche Einladung. Rufen Sie an, schreiben Sie eine Mail. Schauen Sie sich an. Schauen Sie sich das an, um mit Waldbrunn zu sprechen. Man muss das gesehen und erlebt haben. Dann glauben Sie es auch. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Ton- und Bildqualität war gut und kein Rauschen da. Und wir werden diese Reihe sich in irgendeiner Form fortsetzen. Wenn es auch da Anregungen oder Themen gibt, die Sie interessieren, schreiben Sie es bitte, dann nehmen wir das gerne auf. Und ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank.